Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ja Leute, nach langer Abstinenz bin ich wieder da mit einem Vlog. Ich habe gesagt, es gibt zukünftig Sport-Vlogs und so weiter. Und ja, das ist jetzt der erste. Hier habe ich die Matte und ich werde jetzt auch trainieren gehen. Ich weiß allerdings noch nicht, wo ich genau hingehen werde. Eigentlich wollte ich Stadtpark gehen, aber... beziehungsweise Bosspark heißt es, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie es da ist. Der wurde umgebaut. Früher war es da ziemlich geil zum Trainieren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal schauen. Ja, Leute, ich gehe jetzt gerade über die Brücke und ich stelle gerade fest, irgendwie ist der Innenmoment extrem hoch. Leute, wir sind jetzt im Bosspark. Ich habe jetzt kurz was getrunken und ja, so ganz optimal ist es nicht zum Trainieren, habe ich gerade gesehen. Vor allen Dingen sind viele Leute da, also Verhältnis viele Leute, aber das stellt, glaube ich, kein Problem dar. Aber früher war es halt irgendwie besser, weil hier war früher eben so ein Gerüst, wo man auch Klimmzüge hat machen können. Das ist jetzt weg. Und ja, mal gucken, ich werde jetzt schauen, was für ein Workout ich mache. Ja, Leute, ich mache jetzt von MadBars das Full Body Hype. Das ist ja so ähnlich wie Freeletics MadBars. Ich bin da jetzt teilweise auf MadBars umgestiegen, weil ich einfach nicht einsehe, bei Freeletics so viel für Workouts zu bezahlen. Bei MadBars sind mehr Workouts gratis. Ich mache weiterhin Freeletics zwar weniger als früher. Ich würde sagen, ich labere jetzt nicht lange rum, sondern fange an. Das Workout ist geschafft. Es war anstrengend, hat aber viel gebracht. Und ich mache jetzt beinahe täglich wieder Workouts, denn ich muss echt was tun, weil wie ihr sehen könnt, ich habe zugenommen, ich stehe dazu und das möchte ich nicht. Hier der Platz, wo ich gerade trainiere, ist ein super Platz eigentlich zum Trainieren. Das Einzige, was ist, ist der einzige Nachteil, Moment, ich zeige es euch, ist der hier, nämlich Sand. Ich habe überall Sand, die ganze Matte ist voller Sand, das ist nicht optimal. Jetzt gehe ich was trinken. Ja, ich habe jetzt was getrunken, jetzt geht's nach Hause und es ist gerade ein scheiß Gefühl. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, war von euch jemand schon mal in Italien? Wenn ihr es heiß habt, ihr schwitzt und dann ist einfach überall dieser Sand. Überall! Ich hasse das für die Best, ich sag's euch, ich hasse es. Ich hasse es einfach nur. Aber genau so geht's mir jetzt. Und ich würde sagen, ich labere jetzt nicht lange rum, sondern... für ein bisschen die Umgebung, während ich heimgehe. Mal schauen, ob ich ein paar geile Aufnahmen bekomme. Und ja. Leute, wisst ihr, was ich gerade entdeckt habe hinter mir? Das ist der Stadtbrunnen. Hier befindet sich eine Pokémon Arena. Also falls ihr mal in Schwarz seid und ihr spielt Pokémon Go, dann geht in die Pokémon Arena hier. Leute, hier fährt gerade ein Rettungsboot. Ich weiß nicht, ob die beim Suchen oder ob die eine Übung haben, aber hier fährt ein Rettungsboot. Okay, ich denke, die haben eine Übung, weil sonst wäre irgendwie das Blaulicht an. Das war irgendwie gerade eine idiotische Aussage, aber egal. Ja, Leute, ich bin jetzt zu Hause und mega durchgeschwitzt. Ich werde mich jetzt gleich unter die Dusche hauen. Doch, da gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich ansprechen möchte. Und zwar geht es darum, dass lange kein Video kam. Wieso das nicht kam, kann ich heute nicht erklären. Mache ich nächste Woche, übernächste Woche. Ich kann noch nicht sagen, wieso. Aber es hat seine Gründe und ich erkläre es euch. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao!